Jetzt machen wir eine Bärlauchsuppe. Dazu habe ich hier Butter geschmolzen. So, das lassen wir ein bisschen heißer werden. Ich lasse das immer ganz langsam schmelzen. Jetzt geben wir kurz Gas hier. So, die Bärlauchsuppe mache ich, man kann die auch mit Kartoffeln machen, da kann man Kartoffeln kochen in der Suppe. Ich mache es mit einer leichten Einbrennliebe. So, das wird jetzt eine leichte Einbrenn. Das ist nur Butter und Mehl. Mehr ist es nicht. So, und das lässt man hier nicht zu dunkel werden. So, schaut her. Das ist die leichte Einbrenn. Eine Mehlschwitze in Deutschland, hell oder dunkel, in dem Fall eine helle. Hier habe ich eine Hühnersuppe in dem Fall. Da kann man nehmen eine Gemüsesuppe genauso. Und das kriegt jetzt eine leichte Bindung. Das kochen wir einmal auf. So. Lassen wir das einmal aufkochen. Wichtig ist, dass keine Mehlklümpchen drinnen sind, aber bei so wenig Mehl wird man das ja schaffen. Ohne. Und man hat dann ein ganz leichtes Süppchen. So, da sind noch ein paar Mehlklümpchen. Schauen wir es wieder. Der Hühnerbo hat natürlich einen leichten Eigengeschmack. Ich schmecke solche Suppen dann immer erst hinterher ab. Ich habe vorher, ihr habt es gesehen, das Bärlauchpesto gemacht. Jetzt machen wir die Bärlauchsuppe. Im Mixbecher habe ich noch etwas vom Pesto drinnen. Ich habe das nicht alles rausgewaschen, sondern das macht jetzt die Suppe. Und jetzt schaut her, jetzt köchelt es leicht. Was ist der jetzt? Das ist schön mild. Jetzt lassen wir es nochmal. Einmal lassen wir es nochmal aufstoßen. Schön. Jetzt schaut her, jetzt hat das eine ganz schöne, herrliche Bindung. Das deckt jetzt schön. Und das genügt. Nicht dick machen. Ich weiß, in Deutschland ist man die Suppen viel dicker. Und jetzt gebe ich noch ein Oberst dazu. Wenn es nämlich nicht mehr aufkocht, dann erst gibt man den Oberst dazu. Und dann hat man ein Bärlauch-Oberschaumsuppel. So, meine Lieben, und wir sehen einander gleich am Mixbecher. So, da habe ich schon den Bärlauch drinnen, von der Menge her ganz wie ihr das haben wollt. Da braucht man kein Rezept. Das kann man nach Gefühl machen. Das war circa ein Dreiviertel Liter Suppe, die ich jetzt bereitet habe und gebunden habe. Hier haben wir bei diesem Mixer eine tolle Suppentaste. Das macht es jetzt. Die Zeit ist abgelaufen, das war jetzt circa eine Minute, hat es gebraucht in der Suppenfunktion. Und jetzt ist es, und jetzt schaut es her, wenn man hier jetzt aufmacht, was man hier für einen tollen Schaum hat. Und das ist nämlich klasse bei diesem Gerät. Das tut alles so schön aufschäumen. Dadurch, dass zwischendurch immer wieder stehen bleibt, wird dann auch alles, was sich oben noch rumwirbelt, geht nach unten, das Schwere geht zu Boden und wird dann nur mal ganz schäumig und cremig aufgemixt, meine Damen und Herren. Das ist ein Wahnsinn. Schaut euch das super an. Eine wunderbare Bärlauchsuppe. Meine Lieben, Gary kocht das Beste ganz einfach, kocht es noch. Bärlauch Pesto für die Nudeln, für den Fisch, als Tipp beim Grillen und die herrliche Bärlauchsuppe. Führt euch gut.